Die Crashtest-Anlage ist für uns wirklich ein weiterer Meilenstein in der Geschichte von Cybex und auch in der Geschichte der Good Value Gruppe. Denn mit ihr können wir noch intensiver, noch besser am Thema Sicherheit arbeiten und mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren viele, viele Innovationen, viele, viele neue Technologien einführen in den Markt und dafür sorgen, dass der Standard nicht einfach nur erreicht wird, sondern dass der Standard jedes Mal aufs Neue neu definiert wird. Damit wir realitätsnah testen, haben wir hier ein Auto praktisch aufgebaut. Das ist ein Golf 7. Natürlich ist er abgeschnitten, weil wir nicht jedes Mal einen Golf 7 schießen können. Also haben wir jetzt ein System, das wir immer wieder verwenden können. Es sind die Sitze vom Golf drin, es ist die Geometrie vom Golf drin und es sind auch die Sicherheitsgurte vom Golf drin. Das heißt, das sind die Automatikgurte. Das ist ein realistischer Fall. Wird jetzt hier nach diesem Schuss der Sitz oder die zwei Sitze analysiert? Also bei dem wissen wir, was passiert ist. Da brauchen wir nicht nochmals die Analyse machen. Aber grundsätzlich ist es richtig, nach jedem Schuss wird der komplette Sitz auseinandergenommen. Alles wird im Detail angeschaut. Wir schauen uns die Messwerte an und korrelieren das mit den Sichten, die wir in dem Sitz dann drin haben. Wir können alle Unfälle simulieren, die man sich vorstellen kann. Was wir nicht können, und jetzt auch die Idee, dann fahren wir doch mit 100, 120. Wir müssen sehr, sehr aufpassen, was wir tun. Wenn Sie einen Unfall mit 100 haben und das auf der Anlage simulieren wollen, wird keiner mehr überleben können, weil das Auto nicht mehr existent ist. Sie haben das Auto total zerstört. Und wenn wir dann so tun, als würden wir einen sicheren Kindersitz haben und das Auto ist nicht mehr da, ist das falsch. 80 ist für uns die Grenze. Für die Firma Cybex ist es seit Tag 1 das Wichtigste, sichere Produkte zu haben. Jeden Tag die Messlatte noch höher zu legen, noch sicherer zu werden, noch mehr Mehrwert für Eltern zu geben. Diese Sicherheit zu gewährleisten, diese Sicherheit zu bieten, ist, glaube ich, mit das Wertvollste, mit das Bedeutendste, was Sie schaffen können. Denn am Schluss steigen Sie als Eltern, als Großeltern, als jemand, der einfach Kinder mit dabei hat, in ein Auto ein und wollen das Gefühl haben, ja, das Kind ist mindestens so sicher wie ich, vielleicht noch ein bisschen sicherer aufgehoben.